Rio de Janeiro. Die weißen Strände des Atlantiks und der Zuckerhut haben die Stadt berühmt gemacht. Ihr Name beruht auf einem Irrtum. Der Seefahrer Gaspar de Lemos, der die Bucht am 1. Januar 1502 genau hier entdeckte, hielt sie für die Mündung eines großen Flusses und taufte sie Fluss des Januars, Rio de Janeiro. Knapp 12 Millionen Menschen leben in der Metropolenregion, mehr als 6 Millionen im eigentlichen Stadtgebiet. Das Zentrum von Rio de Janeiro. Die Stadt lebt vom Tourismus. Handelsunternehmen und Banken haben hier Niederlassungen und der größte brasilianische Erdölkonzern Petrobras seinen Sitz. Bis 1960 war Rio auch die Hauptstadt Brasiliens. Die meisten Einwohner sind portugiesischer Abstammung. Die Stadt ist über Jahrzehnte explosionsartig gewachsen. Aus dem Landesinneren zog es die Menschen in die boomende Wirtschaftsmetropole. Die Stadt ist in ständiger Veränderung. Die Einwohner selbst haben in letzter Zeit gezeigt, dass wir über die Stadt, über öffentliche Dienste, über Politik und den öffentlichen Raum diskutieren müssen. Und zwar mit allen, denn die Stadt ist für alle da. Debatidas, discutidas com todos e no sentido de que a cidade é para todos e não só para alguns. Eu acho que a gente uma desafio. Die größte Herausforderung für Rio de Janeiro und seine Bewohner ist es, eine Idee von der Zukunft zu entwickeln. Was müssen wir in den nächsten Jahren tun? Um welche Projekte geht es? Wohin wollen wir wachsen? Wir sind in der Vergangenheit sehr stark nach außen gewachsen, aber kaum nach innen. Acho que a gente tem crescido muito para fora e pouco para dentro. Die sozialen Unterschiede sind gewaltig. An den Hängen der Stadt wachsen die Favelas, soweit das Auge reicht. Ein Viertel der Menschen lebt in ärmlichen und zum Teil elenden Verhältnissen. Maré ist einer der ältesten Favela-Komplexe. Im Norden der Stadt, wild gewachsen als illegale Siedlung und weitgehend rechtsfreier Raum. Immer wieder gab es Versuche, die Favela wegen ihrer zentralen Lage zu verdrängen und immer wieder haben sich die Einwohner organisiert und gewehrt. Obwohl Waffen und Auseinandersetzungen zwischen Drogengangs hier an der Tagesordnung sind, haben die Nachbarschaftsorganisationen auf das Zusammenleben in der Favela großen Einfluss. Hier in Maré gehen sie einen besonderen Weg, ein Zensus, eine selbstorganisierte Volkszählung. Niemand wusste, wie groß die Maré tatsächlich ist. Mehr als 80% der Städte in Brasilien sind kleiner als unser Viertel oder haben weniger Bewohner. Wir haben uns immer mit dem Stadtteil Bom Sucesso verglichen. Aber wir sind 8 oder 9 Mal so groß. Das war die erste Überraschung aus unserem Projekt. Und davon kann Maré sicher profitieren. Meira Gabriel Anhorn ist in Maré geboren und eine von 5 Direktoren der Anwohnerorganisation. Zusammen mit Partnern von außerhalb haben Meira und ihre Mitstreiter einfach angefangen, ihren Stadtteil soziologisch zu untersuchen. Schlägt man Rios offiziellen Stadtplan auf, sind die Flächen der Favelas weiß. Niemand weiß genau, welche Straßen es hier gibt,
Wie viele Menschen hier leben, wie sie wohnen, wie alt sie sind und wovon sie leben. Genau diese Daten erfragt das Censo-Projekt Straße um Straße, Tür für Tür. Die Daten helfen, den Stadtteil zu verstehen, ihn zu kartieren, aber auch, um bei der Stadt eine angemessene Infrastruktur zu fordern, Schulen, medizinische Versorgung und Verkehrsanbindung. Bis heute haben die Straßen hier keine Namen, die Menschen keine Adresse. Ein Straßenschild, eine Postleitzahl oder die Geschichte einer Straße sind von grundlegender Bedeutung, um sich mit dem Ort zu identifizieren und auch für die Mobilität und den Austausch der Bewohner von Marais. Insofern schafft unser Projekt also eine Verbindung zwischen Kunst und Geschichte und hilft uns gleichzeitig, die Stadtverwaltung zu drängen und die offizielle Anerkennung dieser Straßen einzufordern. Den Straßen Namen zu geben, die etwas mit der Geschichte des Ortes zu tun haben, ist ein anderes Projekt der Anwohnerorganisation. Die Schilder werden hier entworfen und gebrannt. Zum ersten Mal wird die Struktur der Favela sichtbar, können Menschen sagen, wo sie wohnen, können Post bekommen oder sich auf Besuche verabreden. Ich habe die große Hoffnung, dass hier ein Ort der Mitbestimmung der Menschen, der Beteiligung der Bewohner entsteht und der anders ist, als wir es normalerweise kennen. Es ist eine sehr spannende Zeit. Ich habe große Hoffnung, dass es den Kindern hier wirklich besser gehen wird als zu meiner Zeit, als ich klein war. Menschen, so hat das Censo-Projekt ermittelt, leben in Marais. Der ganze Komplex besteht aus 16 einzelnen Favelas. Alberto Aleixu mit seinem Colletivo Marais will ein paar Straßen weiter, genau an der Stelle, an der die Einzugsgebiete dreier Drogengangs aufeinandertreffen, Kindern eine Alternative zu der Bandenkriminalität bieten. Você vai em outros lugares, o traficante está vendendo a droga aqui, tem uma repressão, ele muda, ele vai para outro local. Wenn in anderen Städten Drogendealer bedrängt werden, verkaufen sie ihren Stoff einfach woanders. Aber hier verteidigen sie ihr Revier. Und das führt zu Schießereien mit der Polizei oder anderen Banden. Das ist unser großes Problem. Jedes Jahr sterben in Rio 10.000 Menschen durch Waffengewalt. Das sind eigentlich Zahlen aus Kriegsgebieten und nicht aus Ländern wie Brasilien, die seit mehr als 100 Jahren in Frieden leben. Jeden Nachmittag können die Kinder der Nachbarschaft hierher kommen. Zum Basteln, zum Spielen, zum Musizieren oder Skaten. Oft werden Gäste aus anderen Teilen Rios eingeladen, die den Kindern etwas zeigen und mit ihnen etwas machen. Sie sollen mehr sehen und erfahren, als der Alltag in Marais hergibt. Noch vor Jahren war der Platz unter der Autobahn eine Müllhalde und der Ort, an dem die Auseinandersetzungen der Gangs der Nachbarschaft stattfanden. Wenn Veranstaltungen stattfinden, müssen wir präsent sein. Eigentlich muss immer jemand da sein, damit dieser Ort so bleiben kann, wie er ist. Öffentlich, einladend und kostenlos. Wir müssen jeden Tag hier sein, damit der Platz nicht zumüllt, damit niemand die Lampen zerstört und so weiter. Colletivo Marais will den Raum dauerhaft als öffentlichen Raum erhalten, den jeder nutzen kann und an dem kein Platz für Drogen und Gewalt ist. Erreichen wollen die Initiatoren damit noch weit mehr als nur ihren eigenen Ort zu verschönern. Vor allem soll die Stadt sehen, dass die Bewohner ihr Viertel selbst gestalten können, ohne dass, wie in vielen anderen Favelas, bewaffnete Polizei die Vorherrschaft übernimmt und mit den Gangs auch die lokalen Initiativen vertreibt. Noch ist nicht entschieden, ob dieser Weg in Marais Erfolg haben wird. Die
Es gibt hier eine sehr starke soziale und räumliche Trennung. Die Ungleichheit ist immer noch sehr groß. Es gibt im Süden der Stadt eine Konzentration der Oberschicht und in anderen Gegenden eine Konzentration von ärmeren Schichten. Viele Leute sprechen von einer geteilten Stadt. Das würde ich so nicht sagen, denn das macht die Stadt zum Teil auch aus. Aber die Gegenden, die nichts haben, müssen über die gleichen öffentlichen Dienste und Infrastruktur verfügen können. Wir müssen die Teilhabe am städtischen Leben demokratisieren. Vor Fußball-WM und Olympischen Spielen begann in Rio der letzte ganz große Veränderungsprozess. Während sich das offizielle Rio schmückt, wurden viele Favelas pazifiziert. Von Spezialeinheiten der Polizei besetzt, Waffen- und Drogenbosse vertrieben. Doch mit der Pazifizierung ist auch viel vom alltäglichen Leben verschwunden. Der Herrschaft der Drogenbosse folgt die Herrschaft der Polizei, sagen die Menschen hier. Grundstücksspekulanten machen sich breit. Erst ganz langsam entstehen neue Projekte. Mitten in der Stadt, dicht bei den Bürotürmen von Banken und Ölkonzernen, hat eine Agentur ihren Sitz, die den Austausch zwischen all den kleinen Projekten in Rios Favelas organisieren will. Es ist die Initiative von Markus Faustini. Eu sou jovem de origem popular. Eu venho de uma família de origem popular, uma família muito pobre. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Dort war ich der Einzige, der Künstler werden wollte. Für einen jungen Menschen aus armen Verhältnissen ist es in Rio de Janeiro sehr schwer, Künstler zu werden. Denn die Stadt ist sehr ungerecht und undemokratisch. Mir ist es trotzdem gelungen. Ich habe Filme gedreht und Bücher und Theaterstücke geschrieben. Später habe ich dann zurückgeblickt und überlegt, was meinen Weg eigentlich begünstigt hat, wie es möglich war, Künstler zu werden. Daraus wollte ich dann eine Methodik ableiten, von der dann andere Kinder aus armen Familien auf gleiche Weise profitieren können. Die Favelas als Potenzial zu verstehen, aus denen Ideen, Kultur und Wissen kommen, was der ganzen Stadt Rio de Janeiro nutzen kann, das ist das Hauptanliegen der Agentur. Sie sammelt Geld bei Sponsoren, um so Initiativen, die in den Favelas entstehen, zu unterstützen und sie über die eigene Nachbarschaft hinaus bekannt zu machen. Es gibt zurzeit 40 Projekte für Jugendliche, die aus dieser Methodik heraus entstanden sind. Sie arbeiten mit Mode, Sozialarbeit, Theater, Kultur, Gesundheit, Prävention, Umwelt. Und alles kommt von den Jugendlichen selbst. Wir drängen ihnen nichts auf. Sie kommen mit der Idee zu uns und wir helfen bei der Entwicklung mit unseren Kontakten und Informationen und begleiten sie so bei der Umsetzung. Die Favelas als Teil der Stadt zu nehmen, ist eine der größten Herausforderungen, vor denen Rio de Janeiro heute steht. Seit 2011 fährt ein ganzes System von Seilbahnen und verbindet so Favelas, die vorher Tagesmärsche weit auseinanderlagen. Die Hügel an den Asphalt anschließen, wollte Rios Bürgermeister. Jeder Anwohner hat 2 Fahrten am Tag frei. Immer öfter kommen aber auch Touristen auf diese Weise in Gegenden, in die sie sich früher aus gutem Grund nie trauten. Schon 10.000 sind es an einem durchschnittlichen Tag. Weitere Seilbahnstationen sollen in den nächsten Jahren folgen. Noch muss neben jedem Bahnhof eine Polizeistation stehen. Der Zuzug von Menschen aus dem Landesinneren lässt Rios Infrastruktur überall aus ihren Nähten platzen. Das wichtigste Verkehrsmittel in der Stadt sind die Busse. Doch immer mehr Bauprojekte und die immer weitere Verdichtung der Innenstadt machen den Verkehrsinfarkt absehbar. Die Infrastrukturplaner scheinen immer einen Schritt hinterher. A gente vai ter Copas, a gente teve Olimpíada, a gente teve visita do Papa.
Die Fußball-Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele, der Besuch des Papstes. Rio de Janeiro tritt als eine Stadt auf, die Großveranstaltungen bewältigen kann. Dafür muss die Stadt gut funktionieren. Nicht nur für dich und deine Kinder, sondern auch für Gäste von außerhalb. Wenn eine Stadt solche Großveranstaltungen absolviert, kann es aber leicht auch zu einer Infrastruktur führen, die überdimensioniert ist und von der der normale Bürger nichts hat. Wenn der Tag am Fuße des Zuckerhuts erwacht, könnten Nebel und Wolken fast jeden Morgen davon, wie feucht und warm das Klima der brasilianischen Küste zu jeder Jahreszeit ist. Dieses Klima ist die Grundlage dafür, dass der Handel mit Kaffee, Zuckerrohr und landwirtschaftlichen Erzeugnissen bis heute zu Rios Wohlstand beiträgt. Es macht Rio de Janeiro aber auch zu der Stadt mit dem größten innerstädtischen Urwald der Welt. 39 Quadratkilometer mit einem Baumbestand so ähnlich wie am Amazonas. Mehr als 330 Pflanzen und 100 Tierarten gibt es hier. Der Urwald ist Rios Klimaanlage. Ohne ihn wäre es im Sommer bis zu 9 Grad wärmer, sagen Meteorologen. Mitten im Urwald, mehr als 700 Meter über dem Meeresspiegel, thront Rios zweites berühmtes Wahrzeichen, die Christusstatue. Die Granitberge sind es auch, die das Wachstum der Stadt begrenzen. An den Stränden, ganz im Süden, entstehen neue Stadtteile. Prominente Fußballprofis, Reiche wohnen hier und sind hinter hohen Zäunen gut gesichert. Nirgends sonst in Südamerika sind Grundstücke so teuer wie hier. Mit dem alten Rio de Janeiro hat das wenig zu tun. In den nächsten Jahren kommt viel Arbeit auf uns zu. Wenn sich die Neubauten all dieser Großereignisse schließlich in der Stadt verankert haben, werden wir ein neues Szenario vorfinden und von dort aus die Stadt neu denken müssen. Rio könnte diese Gelegenheit nutzen und über alternative Wege nachdenken, wie man eine Stadt gestaltet und diskutieren, wie man urbane Fragen löst und wie man die Menschen an der Debatte beteiligt und sie einbindet. Ich meine damit keine besänftigende Debatte. Im Gegenteil, man muss die Unterschiede und Konflikte aufzeigen und daraus lernen, um eine bessere Stadt für alle zu gestalten. Ich sehe im Moment aber leider keine Anzeichen dafür. Überall wächst Rio an die Grenzen, die das Meer oder die Berge der Stadt lassen. Und wo es nicht mehr weiter in die Fläche geht, wird in die Höhe gebaut. Was bisher hier war, muss weichen. Gated Communities sind Projekte internationaler Investoren. Vor allem im Süden der Stadt wachsen sie in früher für Rio unvorstellbaren Dimensionen in den Himmel. Riesige Einkaufsmalls und die Neubauten des Olympiageländes folgen ihnen. Nur wer angemeldet ist, kommt herein. Niemand aus den Favelas, die von hier verdrängt wurden, kann sich von der kleinen Entschädigung hier eine Wohnung leisten. Im Gegenteil, manche Investoren bekamen das Versprechen, die Favelas nicht nur von den Grundstücken, sondern auch aus dem Sichtfeld zu verbannen. Genau dort, wo Neubauprojekte für Luxuswohnungen und das Hauptgelände der Olympischen Spiele aneinanderstoßen, liegt die Villa Autodromo. Eine alteingesessene Favela, die aus der Sicht der neuen Nachbarn weichen und Platz für eine Zufahrt machen soll. 450 Familien leben hier. Sie haben ihre Häuser gebaut, so wie Geld da war. Zimmer für Zimmer, Etage für Etage.
Es ist eine der Nachbarschaften, in der Drogen und Kriminalität keinen Platz haben. Sie wollen bleiben, weil sie hier zu Hause sind und zusammenbleiben wollen. Anstatt sich vertreiben zu lassen, haben sie sich organisiert. Altair Guimarães trägt morgens Zeitungen aus und organisiert nachmittags den Widerstand. Die Stadtverwaltung wollte das ganze Viertel räumen. Wir haben hier eine sehr große Widerstandsbewegung aufgebaut, die gut vernetzt ist mit anderen Vierteln und Mitstreitern. Wir konnten dem Bürgermeister klarmachen, dass er uns nicht einfach entfernen kann. Er wollte dieses Gebiet regelrecht säubern. Ich nehme an diesem Kampf teil, weil ich solche Räumungen hier in Rio schon zweimal miterleben musste. Ich bin in die Vereinigung eingetreten, um fürs Bleiben zu kämpfen. Heute spricht der Bürgermeister immerhin schon davon, dass ein Teil der Leute bleiben kann. Ich will aber nicht, dass nur ein Teil bleibt, sondern so viele wie möglich. Wir kämpfen hier nicht um unsere vier Wände, sondern um unsere Geschichte und unser Zusammenleben in der Nachbarschaft. In ihrem kleinen Gemeinschaftshaus haben sich die Anwohner wieder und wieder versammelt. Schnell war ihnen klar, Protest allein würde nicht reichen, um sich mit Stadtregierung und Investoren auseinanderzusetzen. Sie haben Partner bei der Universität gesucht, um gemeinsam an Vorschlägen zu arbeiten. Als der Bürgermeister uns empfing, sagte er, dass das einzige Viertel, das wegen der Olympischen Spiele geräumt wird, unseres sei. Er bot uns aber an, über eine Alternative zu sprechen, falls wir ein Projekt für die Nachbarschaft auf die Beine stellen und Vorschläge haben. Dann haben wir die Universität angesprochen und sie hierher eingeladen. Wir arbeiten seit mehr als 2 Jahren zusammen. Und es ist fast so, als ob sie zur Familie gehören. Sie hätten ja auch einfach das Projekt durchführen und dann abhauen können. Aber sie sind immer zu den Versammlungen gekommen, auch am Wochenende und an Feiertagen. Wir haben hier Treffen und Workshops veranstaltet, um Ideen zu diskutieren. Dabei haben wir auf das Viertel immer mit den Augen der Bewohner geblickt. Sie waren es, die uns bei Begehungen immer erklärt haben, welche die wichtigsten Probleme sind und was sie sich wünschen. Auf dieser Grundlage bringen wir unser technisches Wissen ein, um passende Lösungen zu erarbeiten. Para chegar a uma proposta que seja viável, né, tecnicamente viável. Wir bringen Pläne mit und diskutieren sie gemeinsam. Die Bewohner zeigen uns bestimmte Orte und was da passiert. Giselle hat uns zum Beispiel genau gezeigt, welche Häuser hier umgebaut werden müssen. Es ist also eine sehr enge Verbindung. Noch ist nicht entschieden, ob die kleine Favela bleiben kann oder dem Druck von noblen Veranstaltungsorten und Neubauten weichen muss. Der Plan von Anwohnern und Universität schlägt vor, einige der Häuser abzureißen und durch neue, mehrstöckige zu ersetzen. So könnten die Menschen bleiben und trotzdem Wege und eine Buslinie zum Olympiagelände entstehen. Es wäre einer der ersten Orte in Rio de Janeiro, an denen die vielen Facetten der Stadt gut nebeneinander existieren. Gleich hinter den Mauern, die die Favela begrenzen, sind die Bagger schon angekommen. Eine alte Autorennstrecke wird zum olympischen Dorf- und Stadiongelände. Noch ist es vor allem ein Bauen gegen die nur noch knappe Zeit. Die eigentliche Frage für Rio de Janeiro aber wird sein, was aus all diesen Neubauten einmal wird, wenn Olympia vorbei ist und auch hier, weit ab des Zentrums, der Alltag zurückkehren wird. Das Maracana-Stadion wurde zur Fußball-WM 1950 gebaut und war einmal das größte der Welt.
Das Olympiastadion wurde 2007 eröffnet. Die Stadien sind neue Wahrzeichen der Stadt und zugleich große Hypotheken auf die Zukunft. Immer mehr Cariocas, wie die Einwohner Rios sich nennen, sagen, all die Veranstaltungen kämen nur, weil die Stadt Bilder wie auf Postkarten liefere. Die Copacabana ist eines dieser Bilder und bleibt, was sie immer war, einer der berühmtesten Strände der Welt. Der Tourismus hat Handel, Schiffbau und Landwirtschaft längst abgelöst als wichtigster Wirtschaftszweig. Es ist eine sehr angenehme Stadt zum Leben. Selbst in den härtesten Zeiten, in denen wir eine Kriminalitätsrate hatten, die praktisch außer Kontrolle war, haben viele Menschen sich entschlossen, in Rio zu bleiben. Ich denke, sie sind geblieben, weil sie damit den Glauben an eine bessere Lebensqualität für ihre Kinder verbanden. In den Zeiten, in denen die Situation wirklich schlimm war, gerade in Sachen Sicherheit, haben die Einwohner das vielleicht nicht am eigenen Leib erlebt, aber sie betrachten das Umfeld als ein Erbe, als einen Urort und Ausgangspunkt von sehr guter Lebensqualität. Es gibt ein großes Potenzial an innovativen Projekten und interessanten Ideen. Die Stadt könnte damit in Zukunft vielfältiger und offener sein und damit viele Menschen in die Diskussion einbinden. Die Stadt, die wir uns wünschen, könnte damit wirklich aus einem gemeinsamen Traum entstehen. Wenn es Abend in Rio de Janeiro wird und die Feuchtigkeit der Luft wieder als Nebelschwaden zu sehen ist, zieht es nicht nur Touristen an die Strände. Die Spuren des Tages werden weggeräumt und nun treffen sich die Cariocas hier. Denn sie lieben die Küste, das Meer und die Stadt mit all ihren Facetten, Widersprüchen, Wahrzeichen und Postkartenmotiven. Der Herrschaft der Drogenbosse folgt die Herrschaft der Polizei, sagen die Menschen hier. Grundstücksspekulanten machen sich breit. Erst ganz langsam entstehen neue Projekte. Mitten in der Stadt, dicht bei den Bürotürmen von Banken und Ölkonzernen, hat eine Agentur ihren Sitz, die den Austausch zwischen all den kleinen Projekten in Rios Favelas organisieren will. Es ist die Initiative von Markus Faustini. Ich bin ein Jovem de origem popular. Eu venho de uma família de origem popular, uma família muito pobre. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Dort war ich der Einzige, der Künstler werden wollte. Para jovem de origem popular é muito difícil. Für einen jungen Menschen aus armen Verhältnissen ist es in Rio de Janeiro sehr schwer, Künstler zu werden. Denn die Stadt ist sehr ungerecht und undemokratisch. Mir ist es trotzdem gelungen. Ich habe Filme gedreht und Bücher und Theaterstücke geschrieben. Später habe ich dann zurückgeblickt und überlegt, was meinen Weg eigentlich begünstigt hat, wie es möglich war, Künstler zu werden. Daraus wollte ich dann eine Methodik ableiten, von der dann andere Kinder aus armen Familien auf gleiche Weise profitieren können. Methodologie, um das mit mehr Jovens de origem popular zu
Die Favelas als Potenzial zu verstehen, aus denen Ideen, Kultur und Wissen kommen, was der ganzen Stadt Rio de Janeiro nutzen kann, das ist das Hauptanliegen der Agentur. Sie sammelt Geld bei Sponsoren, um so Initiativen, die in den Favelas entstehen, zu unterstützen und sie über die eigene Nachbarschaft hinaus bekannt zu machen. Es gibt zurzeit 40 Projekte für Jugendliche, die aus dieser Methodik heraus entstanden sind. Sie arbeiten mit Mode, Sozialarbeit, Theater, Kultur, Gesundheit, Prävention, Umwelt. Und alles kommt von den Jugendlichen selbst. Wir drängen ihnen nichts auf. Sie kommen mit der Idee zu uns und wir helfen bei der Entwicklung mit unseren Kontakten und Informationen und begleiten sie so bei der Umsetzung. Die Favelas als Teil der Stadt zu nehmen, ist eine der größten Herausforderungen, vor denen Rio de Janeiro heute steht. Seit 2011 fährt ein ganzes System von Seilbahnen und verbindet so Favelas, die vorher Tagesmärsche weit auseinanderlagen. Die Hügel an den Asphalt anschließen, wollte Rios Bürgermeister. Jeder Anwohner hat 2 Fahrten am Tag frei. In ihrem kleinen Gemeinschaftshaus haben sich die Anwohner wieder und wieder versammelt. Schnell war ihnen klar, Protest allein würde nicht reichen, um sich mit Stadtregierung und Investoren auseinanderzusetzen. Sie haben Partner bei der Universität gesucht, um gemeinsam an Vorschlägen zu arbeiten. Als der Bürgermeister uns empfing, sagte er, dass das einzige Viertel, das wegen der Olympischen Spiele geräumt wird, unseres sei. Er bot uns aber an, über eine Alternative zu sprechen, falls wir ein Projekt für die Nachbarschaft auf die Beine stellen und Vorschläge haben. Dann haben wir die Universität angesprochen und sie hierher eingeladen. Wir arbeiten seit mehr als 2 Jahren zusammen. Und es ist fast so, als ob sie zur Familie gehören. Sie hätten ja auch einfach das Projekt durchführen und dann abhauen können. Aber sie sind immer zu den Versammlungen gekommen, auch am Wochenende und an Feiertagen. Wir haben hier Treffen und Workshops veranstaltet, um Ideen zu diskutieren. Dabei haben wir auf das Viertel immer mit den Augen der Bewohner geblickt. Sie waren es, die uns bei Begehungen immer erklärt haben, welche die wichtigsten Probleme sind und was sie sich wünschen. Auf dieser Grundlage bringen wir unser technisches Wissen ein, um passende Lösungen zu erarbeiten. Para chegar a uma proposta que seja viável, né, tecnicamente viável. Wir bringen Pläne mit und diskutieren sie gemeinsam. Die Bewohner zeigen uns bestimmte Orte und was da passiert. Giselle hat uns zum Beispiel genau gezeigt, welche Häuser hier umgebaut werden müssen. Es ist also eine sehr enge Verbindung. Noch ist nicht entschieden, ob die kleine Favela bleiben kann oder dem Druck von noblen Veranstaltungsorten und Neubauten weichen muss. Der Plan von Anwohnern und Universität schlägt vor, einige der Häuser abzureißen und durch neue, mehrstöckige zu ersetzen. So könnten die Menschen bleiben und trotzdem Wege und eine Buslinie zum Olympiagelände entstehen. Es wäre einer der ersten Orte in Rio de Janeiro, an denen die vielen Facetten der Stadt gut nebeneinander existieren. Gleich hinter den Mauern, die die Favela begrenzen, sind die Bagger schon angekommen. Eine alte Autorennstrecke wird zum Olympischen Dorf- und Stadiongelände. Heute zu Rios Wohlstand beiträgt. Es macht Rio de Janeiro aber auch zu der Stadt mit dem größten innerstädtischen Urwald der Welt. 39 Quadratkilometer mit einem Baumbestand so ähnlich wie am Amazonas. Mehr als 330 Pflanzen und 100 Tierarten gibt es hier. Der Urwald ist Rios Klimaanlage. Ohne ihn wäre es im Sommer bis zu 9 Grad wärmer, sagen Meteorologen. Mitten im Urwald, mehr als 700 Meter über dem Meeresspiegel, thront Rios zweites berühmtes Wahrzeichen, die Christusstatue.
Die Granitberge sind es auch, die das Wachstum der Stadt begrenzen. An den Stränden, ganz im Süden, entstehen neue Stadtteile. Prominente Fußballprofis, Reiche wohnen hier und sind hinter hohen Zäunen gut gesichert. Nirgends sonst in Südamerika sind Grundstücke so teuer wie hier. Mit dem alten Rio de Janeiro hat das wenig zu tun. In den nächsten Jahren kommt viel Arbeit auf uns zu. Wenn sich die Neubauten all dieser Großereignisse schließlich in der Stadt verankert haben, werden wir ein neues Szenario vorfinden und von dort aus die Stadt neu denken müssen. Rio könnte diese Gelegenheit nutzen und über alternative Wege nachdenken, wie man eine Stadt gestaltet und diskutieren, wie man urbane Fragen löst und wie man die Menschen an der Debatte beteiligt und sie einbindet. Ich meine damit keine besänftigende Debatte. Im Gegenteil, man muss die Unterschiede und Konflikte aufzeigen und daraus lernen, um eine bessere Stadt für alle zu gestalten. Ich sehe im Moment aber leider keine Anzeichen dafür. Überall wächst Rio an die Grenzen, die das Meer oder die Berge der Stadt lassen. Und wo es nicht mehr weiter in die Fläche geht, wird in die Höhe gebaut. Was bisher hier war, muss weichen. Gag wollen die Initiatoren damit noch weit mehr als nur ihren eigenen Ort zu verschönern. Vor allem soll die Stadt sehen, dass die Bewohner ihr Viertel selbst gestalten können, ohne dass, wie in vielen anderen Favelas, bewaffnete Polizei die Vorherrschaft übernimmt und mit den Gangs auch die lokalen Initiativen vertreibt. Noch ist nicht entschieden, ob dieser Weg in Marais Erfolg haben wird. Es gibt hier eine sehr starke soziale und räumliche Trennung. Die Ungleichheit ist immer noch sehr groß. Es gibt im Süden der Stadt eine Konzentration der Oberschicht, und in anderen Gegenden eine Konzentration von ärmeren Schichten. Viele Leute sprechen von einer geteilten Stadt. Das würde ich so nicht sagen, denn das macht die Stadt zum Teil auch aus. Aber die Gegenden, die nichts haben, müssen über die gleichen öffentlichen Dienste und Infrastruktur verfügen können. Wir müssen die Teilhabe am städtischen Leben demokratisieren. Vor Fußball-WM und Olympischen Spielen begann in Rio der letzte ganz große Veränderungsprozess. Während sich das offizielle Rio schmückt, wurden viele Favelas pazifiziert, von Spezialeinheiten der Polizei besetzt, Waffen- und Drogenbosse vertrieben. Doch mit der Pazifizierung ist auch viel vom alltäglichen Leben verschwunden. Der Herrschaft der Drogenbosse folgt die Herrschaft der Polizei, sagen die Menschen hier. Grundstücksspekulanten machen sich breit. Erst ganz langsam entstehen neue Projekte. Mitten in der Stadt, dicht bei den Bürotürmen von Banken und Ölkonzernen, hat eine Agentur ihren Sitz, die den Austausch zwischen all den kleinen Projekten in Rios Favelas organisieren will. Es ist die Initiative von Markus Faustini. Ich bin ein jovem de origem popular. Eu venho de uma família de origem popular, uma família muito pobre. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Dort war ich der Einzige, der Künstler werden wollte. Für einen jungen Menschen aus armen Verhältnissen ist es in Rio de Janeiro sehr schwer, Künstler zu werden. Denn die Stadt ist sehr ungerecht und undemokratisch.
Mas mesmo assim, eu acabei conseguindo fazer uma trajetória. Mir ist es trotzdem gelungen. Ich habe Filme gedreht und Bücher und Theaterstücke geschrieben. Später habe ich dann zurückgeblickt und überlegt, was meinen Weg organisiert nachmittags, den Widerstand. Die Stadtverwaltung wollte das ganze Viertel räumen. Wir haben hier eine sehr große Widerstandsbewegung aufgebaut, die gut vernetzt ist mit anderen Vierteln und Mitstreitern. Wir konnten dem Bürgermeister klarmachen, dass er uns nicht einfach entfernen kann. Er wollte dieses Gebiet regelrecht säubern. Ich nehme an diesem Kampf teil, weil ich solche Räumungen hier in Rio schon zweimal miterleben musste. Ich bin in die Vereinigung eingetreten, um fürs Bleiben zu kämpfen. Heute spricht der Bürgermeister immerhin schon davon, dass ein Teil der Leute bleiben kann. Ich will aber nicht, dass nur ein Teil bleibt, sondern so viele wie möglich. Wir kämpfen hier nicht um unsere vier Wände, sondern um unsere Geschichte und unser Zusammenleben in der Nachbarschaft. In ihrem kleinen Gemeinschaftshaus haben sich die Anwohner wieder und wieder versammelt. Schnell war ihnen klar, Protest allein würde nicht reichen, um sich mit Stadtregierung und Investoren auseinanderzusetzen. Sie haben Partner bei der Universität gesucht, um gemeinsam an Vorschlägen zu arbeiten. Als der Bürgermeister uns empfing, sagte er, dass das einzige Viertel, das wegen der Olympischen Spiele geräumt wird, unseres sei. Er bot uns aber an, über eine Alternative zu sprechen, falls wir ein Projekt für die Nachbarschaft auf die Beine stellen und Vorschläge haben. Dann haben wir die Universität angesprochen und sie hierher eingeladen. Wir arbeiten seit mehr als 2 Jahren zusammen. Und es ist fast so, als ob sie zur Familie gehören. Sie hätten ja auch einfach das Projekt durchführen und dann abhauen können. Aber sie sind immer zu den Versammlungen gekommen. Auch am Wochenende und an Feiertagen. Wir haben hier Treffen und Workshops veranstaltet, um Ideen zu diskutieren. Dabei haben wir auf das Viertel immer mit den Augen der Bewohner geblickt. Sie waren es, die uns bei Begehungen immer erklärt haben, welche die wichtigsten Probleme sind und was sie sich wünschen. Auf dieser Grundlage bringen wir unser technisches Wissen ein, um passende Lösungen zu erarbeiten. Para chegar a uma proposta que seja viável, né, tecnicamente viável. Traduzimos, trazemos os mapas, né, conversamos. Wir bringen Pläne mit und diskutieren sie gemeinsam. Die Bewohner zeigen uns bestimmte Orte und was da passiert. Ein Projekt in Rios Favelas organisieren will. Es ist die Initiative von Marcus Faustini. Eu sou jovem de origem popular. Eu venho de uma família de origem popular, uma família muito pobre. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Dort war ich der Einzige, der Künstler werden wollte. Für einen jungen Menschen aus armen Verhältnissen ist es in Rio de Janeiro sehr schwer, Künstler zu werden. Denn die Stadt ist sehr ungerecht und undemokratisch. Mir ist es trotzdem gelungen. Ich habe Filme gedreht und Bücher und Theaterstücke geschrieben. Später habe ich dann zurückgeblickt und überlegt, was meinen Weg eigentlich begünstigt hat, wie es möglich war, Künstler zu werden. Daraus wollte ich dann eine Methodik ableiten, von der dann andere Kinder aus armen Familien auf gleiche Weise profitieren können. Die Favelas als Potenzial zu verstehen, aus denen Ideen, Kultur und Wissen kommen, was der ganzen Stadt Rio de Janeiro nutzen kann, das ist das Hauptanliegen der Agentur.
Sie sammelt Geld bei Sponsoren, um so Initiativen, die in den Favelas entstehen, zu unterstützen und sie über die eigene Nachbarschaft hinaus bekannt zu machen. Es gibt zurzeit 40 Projekte für Jugendliche, die aus dieser Methodik heraus entstanden sind. Sie arbeiten mit Mode, Sozialarbeit, Theater, Kultur, Gesundheit, Prävention, Umwelt. Und alles kommt von den Jugendlichen selbst. Wir drängen ihnen nichts auf. Sie kommen mit der Idee zu uns und wir helfen bei der Entwicklung mit unseren Kontakten und Informationen und begleiten sie so bei der Umsetzung. Die Favelas als Teil der Stadt zu nehmen, ist eine der größten Herausforderungen, vor denen Rio de Janeiro heute steht. Seit 2011 fährt ein ganzes System von Seilbahnen und verbindet so Favelas, die vorher Tagesmärsche weit auseinanderlagen. Die Hügel an den Asphalt anschließen, wollte Rios Bürgermeister. Jeder Anwohner hat 2 Fahrten am Tag frei. Immer öfter kommen aber auch Touristen auf diese Weise in Gegenden, in die sie sich früher aus gutem Grund nie trauten. Schon 10.000 sind es an einem durchschnittlichen Tag. Weitere Seilbahnstationen sollen in den nächsten Jahren folgen. Noch muss neben jedem Bahnhof eine Polizeistation stehen. Immer öfter kommen aber auch Touristen auf diese Weise in Gegenden, in die sie sich früher aus gutem Grund nie trauten. Schon 10.000 sind es an einem durchschnittlichen Tag. Weitere Seilbahnstationen sollen in den nächsten Jahren folgen. Noch muss neben jedem Bahnhof eine Polizeistation stehen. Der Zuzug von Menschen aus dem Landesinneren lässt Rios Infrastruktur überall aus ihren Nähten platzen. Das wichtigste Verkehrsmittel in der Stadt sind die Busse. Doch immer mehr Bauprojekte und die immer weitere Verdichtung der Innenstadt machen den Verkehrsinfarkt absehbar. Die Infrastrukturplaner scheinen immer einen Schritt hinterher. Die Fußball-Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele, der Besuch des Papstes. Rio de Janeiro tritt als eine Stadt auf, die Großveranstaltungen bewältigen kann. Dafür muss die Stadt gut funktionieren. Nicht nur für dich und deine Kinder, sondern auch für Gäste von außerhalb. Wenn eine Stadt solche Großveranstaltungen absolviert, kann es aber leicht auch zu einer Infrastruktur führen, die überdimensioniert ist und von der der normale Bürger nichts hat. Wenn der Tag am Fuße des Zuckerhuts erwacht, könnten Nebel und Wolken fast jeden Morgen davon, wie feucht und warm das Klima der brasilianischen Küste zu jeder Jahreszeit ist. Dieses Klima ist die Grundlage dafür, dass der Handel mit Kaffee, Zuckerrohr und landwirtschaftlichen Erzeugnissen bis heute zu Rios Wohlstand beiträgt. Es macht Rio de Janeiro aber auch zu der Stadt mit dem größten innerstädtischen Urwald der Welt. 39 Quadratkilometer mit einem Baumbestand so ähnlich wie am Amazonas. Mehr als 330 Pflanzen und 100 Tierarten gibt es hier. Der Urwald ist Rios Klimaanlage. Ohne ihn wäre es im Sommer bis zu 9 Grad wärmer, sagen Meteorologen. Mitten im Urwald, mehr als 700 Meter über dem Meeresspiegel, thront Rios zweites berühmtes Wahrzeichen, die Christusstatue. Die Granitberge sind es auch, die das Wachstum der Stadt begrenzen. An den Stränden, ganz im Süden, entstehen neue Stadtteile. Prominente Fußballprofis, Reiche wohnen hier und sind hinter hohen Zäunen gut gesichert.